Wilsberg. Georg Wilsberg. Ende 50, stämmig, sehr kurzes graues Haar, Stirnglatze. Ecki Thalkötter. Anfang 40, schlaksig, dunkelblondes Haar, Koteletten. Alex Holtkamp. Anfang 30, schlank, zurückgebundenes, dunkles Haar, dezent geschminkt. Kommissarin Anna Springer. Ende 50, halblanges, braunes Haar, wache, blaue Augen. Kommissar Overbeck. Mitte 40, blass, kurzes, blondes Haar. Heute das Geld der anderen. Abends in Wilsbergs Antiquariat. Ecki. Du kannst dir nicht vorstellen, wie mich das ärgert. Das sind Milliarden, die dem Staat da jedes Jahr durch die Lappen gehen. Schlimm. Man könnte es ja auch gut für Straßen oder Kindergärten gebrauchen. Oder besser bezahlte Finanzbeamte. Nur weil die Leute denken, sie können die Gesellschaft bescheißen, anstatt ihre Einnahmen anständig zu versteuern. Es ist ein Skandal. Was machst denn du da überhaupt? Na, wonach sieht's denn aus? Wilsberg hält ein Bündel Geldscheine. Geld zählen. Georg, woher hast denn du so viel Geld? Das sind ja Tausende. Mach dir keine Sorgen, ich hab's legal verdient. Draußen kommen zwei Vermummte mit einem Eisenrohr zum Eingang. Eine Sonderausgabe im Auftrag eines Kunden. Und ich bring's gleich morgen früh. Die Männer stürmen herein. Einer zielt mit einer Waffe. Zur Bank. Nicht nötig, wir nehmen das Geld gleich mit. Verdammte Scheiße. Genau. Ich bin hier nur zu Besuch. Auffordernd schaut der Vermummte seinen Komplizen an. Ja, was? Ja, check mal, ob es hinten noch was zu holen gibt. Und pass auf, dass er nicht abhaut, sonst zieh mal eins rüber. Der Komplize stößt Ecki durch einen Vorhang in Wilsbergs Wohnung. Die Kohle, Alter. Und kein Scheiß, kapiert? Ich bin sehr nachtragend, wenn mir einer was klaut. Sehr nachtragend. Halt die Klappe! Gereizt zückt der Mann eine Papiertüte. Pack die Scheine in die Tüte. Ja, mach schon, Alter! Wilsberg nimmt sie widerwillig. Der Mann bedroht ihn mit der Waffe und schaut zum Vorhang. Heimlich steckt Wilsberg seine Visitenkarte zwischen die Scheine und schiebt sie mit dem Geld in die Tüte. Los, her damit! Der Mann reißt sie ihm aus der Hand. Auch das in der Kasse. Mensch, das ist ja nur Kleingeld. Marv? Ecki? Marv, verdammt nochmal, was ist los? Ecki! Hey, spiel jetzt nicht den Helden, ja? Wilsberg bemerkt ein Tattoo am Hals des Mannes. Es zeigt ein Spinnennetz. Hey, zum letzten Mal, Marv! Scheiße. Der Mann wirft die Waffe auf den Tresen, nimmt hektisch die Tüte und verschwindet. Ecki kommt aus Wilsbergs Wohnung. Georg. Er hält das Eisenrohr in der Hand. Mensch, Ecki, ich dachte, dich hätt's erwischt. Ecki bemerkt die Waffe und nimmt sie vom Tresen. Hä? Sie ist ja gar nicht echt. Jetzt hast du beide Tatwaffen angefasst. Was? Es sind überall deine Fingerabdrücke drauf. Erschrocken legt Ecki sie ab. Scheiße. In der Wohnung. Der Komplize liegt am Boden. Und er ist einfach so umgefallen. Ich bin nicht mehr in seine Nähe gekommen. Er ist bewusstlos. Wilsberg streift ihm die Maske ab. Ist er jetzt tot? Der Mann Marvin ist Mitte 20. Wilsberg prüft seinen Puls. Nein, er lebt. Ruf einen Krankenwagen und die Polizei. Ich habe ihm wirklich nichts getan. Mensch, Ecki, ich bin überfallen worden. Im Präsidium, Overbeck. So, ich mach Feierabend. Wenn noch was ist, die Springer wartet auf euren Anruf, ja? Ciao. Ein Kollege. Polizeipräsidium Münster. Ein Überfall. Wann und wo? Overbeck lauscht. Antiquariat Wilsberg. Frauenstraße. Die Kollegen sind schon unterwegs. Wilsberg? Ist vor 3 Minuten ausgeraubt worden. Ausgeraubt? Der Mann besitzt doch nur Altpapier zwischen modrigen Buchdeckeln. Grübelnd sieht er vor sich hin. Hatten Sie nicht heute Abend schon was vor? Meine Verabredung ist soeben geplatzt. Vor dem Antiquariat. Sanitäter schieben den bewusstlosen Marvin auf eine Trage hinaus. Wilsberg und Ecki blicken ihnen nach. Ein Uniformierter. Der Täter hat Sie also bedroht. Nein, er hat mich höflich gebeten, ihm mein ganzes Geld auszuhändigen. Natürlich hat er mich bedroht. Was denken Sie denn? Ich denke nicht, ich mache meine Arbeit. Also, können Sie den Mann beschreiben? Nein. Er trug so eine Art... Eine Sturmhaube. Richtig. Draußen. Die Sanitäter schieben Marvin in den Krankenwagen. Ein Auto mit Blaulicht hält. Overbeck steigt aus und geht ins Antiquariat. Warum bewahren Sie so viel Geld in der Kasse auf? Wo soll ich denn sonst aufbewahren? Unter der Matratze? Von wie viel Geld reden wir denn? Oh nein. Oh doch. 10.000 Euro wurden geraubt. Angeblich. Angeblich? 10.000? So viel würde ja nicht mal der Weihnachtsmann für so viel Ramsch geben. Mensch, Overbeck, Sie haben keine Ahnung von diesem Gewerbe. Ich konnte heute ein wertvolles Unikat verkaufen. Also doch der Weihnachtsmann. Aber dann haben Sie bestimmt einen Beleg für den Verkauf. Der wurde auch gestohlen. Wie? Du bewahrst deine Belege in der Kasse neben dem Geld auf? Ecki. Ohne voreilige Schlüsse ziehen zu wollen, Kollegen. Aber wir müssen in Betracht ziehen, dass dieser Überfall nur vorgetäuscht wurde.
Klassischer Versicherungsbetrug. Da draußen im Krankenwagen liegt einer der Täter. Ja, genau. Haben wir den vielleicht auch vorgetäuscht? Oder wie? Im Krankenwagen. Durch einen Infusionsschlauch tropft Flüssigkeit. Plötzlich reißt Marvin die Augen auf. Erschrocken setzt er sich auf und reißt sich die Kanüle aus der Hand. Fuck. Nicht schon wieder. Im Antiquariat. Wir fahren dann jetzt ins Krankenhaus. Stopp, stopp. Moment. Den Mann will ich sehen. Draußen. Der Krankenwagen ist leer. Der war doch eben noch da. Verstehe. Erst war er da, jetzt ist er weg. Wie von Geisterhand. Aber Sie haben ihn noch gesehen und wir auch. Na ja, da habe ich nicht so genau hingeguckt. Hä? Vermutlich handelt es sich dabei sowieso um eine Person, die für den Überfall gekauft wurde. Aber es gibt doch genug Zeugen und Beweise. Wie diese Pistole hier. Sag mal, geht's noch? Das ist eine Spielzeugpistole, sieht doch jedes Kind. Die Eisenstange? Und ich habe beide Sachen erfasst. Tja. Ja, na klar. Um Fingerabdrücke zu verwischen. Sonst gäbe es ja Spuren, die zu Ihren Handlangern führen würden. Das ist nicht witzig, Overbeck, überhaupt nicht. Da haben Sie verdammt recht, Wilsberg. Vortäuschung einer Straftat ist eine ernste Sache. Ich erwarte Sie morgen früh im Präsidium, verstanden? Overbeck geht. Arschloch. Der Uniformierte bleibt stehen und sieht sich gereizt um. Wie war das? Schönen Abend noch. Wilsberg und Ecki gehen ins Antiquariat. Etwas entfernt flüchtet Marvin. Der andere packt ihn. Seine Maske ist hochgeschoben. Bist du gesteuert? Was war das da drin? Er ist Mitte 20 und drahtig. Hey, ich rede mit dir! Eigentlich hatte ich ihn unter Kontrolle, ehrlich. Willst du mich verarschen? Ja, manchmal passiert mir das. Was, Mann? Wovon redest du? Na, mir wird schwarz vor Augen, dann bin ich weg. Aber nur für ein paar Minuten oder so. Ich wusste, dass du so eine Pussy bist. Dann hätte ich dich zu Hause gelassen. Mann, Lukas, ich... Lukas! Mein Anteil ist gerade gewaltig geschrumpft. Wütend geht Lukas. Marvin schaut bedrückt. Marvin hat ein schmales Gesicht, kurzes braunes Haar und einen schütteren Bart. Betreten folgt er Lukas. Es ist Tag im Antiquariat. Ecki und Alex sind bei Wilsberg. Georg, du brauchst eine Quittung von dem Kunden, der das Buch gekauft hat. Sonst bekommst du nichts von der Versicherung. Das geht nicht. Die beiden schauen irritiert. Wieso nicht? Die Frau. Welche Frau? Die Frau von dem Mann, der das Buch gekauft hat, darf nicht erfahren, dass er so viel Geld dafür ausgegeben hat. Wie, das heißt, du machst das schwarz? Georg, das ist nicht korrekt. Ecki, pass auf, ich hol mir das Geld zurück, dann kriegt der Staat seinen Anteil. Versprochen. Mensch, Georg, willst du es nicht doch lieber der Polizei überlassen? Overbeck? Ah, stimmt. Wilsberg gibt Ecki den Ladenschlüssel. Sieht's los. Ich habe einen wichtigen Termin. Der reicht ihn Alex. Na, sag mal, glaubt ihr, ich habe nichts zu tun? Schade. Versuch was wert. Wilsberg dreht ein Schild in der Tür um. Geschlossen. Im Präsidium, Overbeck und Anna. 10.000 Euro. Ja, und das Schärfste war, der Räuber hat sich in Luft aufgelöst. Plopp, plötzlich war er weg. Amüsiert ihr euch gut? Wilsberg kommt. Ach, Georg, du bist schon da. Nur zur Erinnerung, ich bin das Opfer. Die Polizei sollte auf meiner Seite stehen. Jetzt sei doch nicht gleich beleidigt. Wir nehmen uns der Sache ganz professionell an. Das machen wir doch, Herr Overbeck. Aber sowas von. Wir ermitteln in alle Richtungen. Dann nehmen Sie doch bitte die Aussage von Herrn Wilsberg jetzt auf, Herr Overbeck. Ja, dann kommen Sie mal mit. Sie Opfer. Overbeck geht nach nebenan. Sei ganz getrost, er ist mein bester Mann. Vor einem großen, modernen Firmengebäude. Es regnet. Eckis Wagen fährt auf den Parkplatz und hält. Er streicht sich durchs Haar und steigt aus. Drinnen, ein Mann im Anzug führt ihn durch ein Büro. Bei der Anzahl von Baustellen, auf denen wir tätig sind, da kann es schnell mal zu kleineren Unstimmigkeiten kommen. Wenn es um kleine Unstimmigkeiten gehen würde, Herr Berni, dann wäre ich nicht da. Aber es gibt Differenzen zwischen Kosten und Einnahmen, die sind mir unerklärlich. Ja, die Zeiten sind hart, die Kunden reklamieren heutzutage fast alles. Jeder versucht, die Preise zu drücken. Ich brauche sämtliche Unterlagen des letzten Jahres. Ist das wirklich notwendig? Ich beantworte gerne alle Ihre Fragen. Und einen Raum, in dem ich in Ruhe arbeiten kann. Das ist im laufenden Geschäftsbetrieb kaum möglich. Wenn das nicht möglich ist, dann stehe ich hier morgen mit einem Team von Steuerfahndern und stelle Ihnen den gesamten Laden auf den Kopf. Wenn Ihnen das lieber ist. Nein, nein, ich glaube, es gibt eine Möglichkeit. Angespannt wendet Berning sich ab. Geht doch. Im Präsidium. Overbeck sitzt am Computer. Mal unter uns. Das hier ist doch reine Zeitverschwendung. Geben Sie zu, dass Sie den Überfall nur erfunden haben. Overbeck, ich erwarte einfach nur, dass Sie Ihren Beamtenarsch in Bewegung setzen. Warum öffnet sich dieses blöde Formular nicht? Das war gerade Beamtenbeleidigung, Wilsberg. Nur weiter so. Und Sie haben noch eine Anzeige am Hals. Dieses doofe Ding hier! Eine junge Frau putzt. Steuerung Alt 365. Was? Steuerung Alt 365. Die Frau Nasrin hat südländische Züge und trägt einen Kittel. Entschlossen tippt sie. Sehen Sie das Formular. Tatsächlich?
Können Sie nicht seine Arbeit machen? Es tut mir leid, aber ich bin nur Putzfrau. Mein Abschluss in IT wird in Deutschland nicht anerkannt. Das finde ich sehr bedauerlich. Vorschriften, Wilsberg. Das ist das, wovon Sie keine Ahnung haben. Nein, das ist das, was fähige Leute wie Sie von Ihrem Job fernhält. Geht das schon wieder los? Ich warne Sie, Wilsberg. Unten müsste auch mal wieder gesaugt werden. Bin schon unterwegs. Der Kollege Lüdke bringt Akten. Herrgott noch mal, kann man nicht mal in Ruhe ein Protokoll aufnehmen? Anweisung vom Kriminalrat. Sie sollen die Akten der Vorbestraften mit dem neuen digitalen Raster abgleichen. Ach, für so einen Quatsch habe ich doch jetzt keine Zeit. Na, das ist doch nicht mein Problem. Wilsberg bemerkt ein Foto von Lukas. Sagen Sie mir Bescheid, wenn Sie Ihre Kompetenzstreitigkeiten beendet haben. Ich komme dann noch mal wieder. Das Foto zeigt das Tattoo am Hals. Auf der Rückseite steht der Name. Wilsberg geht. In der Firma. Berning bringt eine Kiste mit Akten. So, das sind die letzten. Er stellt sie ab und sieht Ecki abwartend an. Der schaut auf. Ja, danke. Berning geht zur Tür. Verstohlen beobachtet er Ecki und geht. Im Präsidium, Nasrin saugt ein Büro. Zögernd schaut sie sich um. Nasrin schaltet den Staubsauger aus und geht ans Telefon. Polizei Münster, wie kann ich Ihnen helfen? Eine Telefonzelle. Ach, mein Name ist Wildschrei. Ich bin der Bewährungshelfer von Lukas Feldmann. Ich kann ihn unter seiner angegebenen Adresse nicht finden. Hörster Straße. Feldmann, sagen Sie, mit zwei N? Ja, Lukas, mit K. Nasrin gibt den Namen in den Computer ein. Lukas Feldmann wohnt seit 3 Monaten in der Ammerbachgasse Nummer 17 in 48147 Münster. Danke. Im Präsidium. Lüdke kommt. Sie waren in der Telefonzelle. Wilsberg stutzt. Eine sehr große Hilfe. Er legt auf. Im Präsidium. Was haben Sie da gemacht? Ich. Hastig nimmt sie den Staubsauger und verschwindet. Vor einem tristen Wohnblock. Wilsberg geht zum Eingang und überfliegt die Klingelschilder. Auf einem steht der Name Feldmann. Er geht hinein. Ein halbdunkler Gang. Wilsberg kommt und schaltet das Licht an. Er geht weiter und blickt sich suchend um. Vor einer Tür bleibt er stehen und klingelt. In der Wohnung. Lukas liegt auf der Couch. Ängstlich schaut Marvin ihn an und schleicht zur Tür. Er lugt durch den Spion. Erschrocken bemerkt er Wilsberg. Lukas kommt zu ihm. Das ist der Typ, den wir ausgenommen haben. Scheiße. Was will der denn hier? Hallo? Ist jemand zu Hause? Was machen wir denn jetzt? Der kennt meine Stimme. Ja, mein Gesicht. Ja, eben. Dann redet nur mit ihm. Was soll ich jetzt sagen? Weiß nicht irgendwas. Wimmel ihn ab. Hallo. Ja, hallo. Wer ist denn da? Mein Name ist Wilsberg. Können Sie mal die Tür aufmachen? Nee, ich habe gerade echt keine Zeit. Ich bin auf der Suche nach Lukas Feldmann. Unsicher schaut Marvin zu Lukas. Der schüttelt entschieden den Kopf. Kein Plan, wer das sein soll. Aha. Aber sein Name steht hier auf dem Klingelschild. Erneut schüttelt Lukas den Kopf. Ich bin weggezogen. Du hast keine Ahnung. Ach so, der. Der ist längst weg. Seit einem Monat oder so. Und wer sind Sie? Sie nerven, Mann. Hauen Sie ab. Im Gang kommt ein stämmiger Mann. Hat keinen Sinn, mit denen zu reden. Aha. Die verstehen nur eine Sprache. Er boxt in seine Hand. Können Sie mir mehr darüber erzählen? Wisst ihr nicht, warum ich das tun sollte? Der Mann Bielefeld schließt seine Tür auf und verschwindet. In Lukas Wohnung. Zufrieden sieht er Marvin an und geht wieder ins Wohnzimmer. Im Gang. Wilsberg klingelt bei einer Nachbarwohnung. Auf dem Namensschild steht Wanderscheid. Ein Lieferant kommt mit einer Isolierschachtel aus Styropor. Auf dem Deckel steht der Essensbote. Hallo. Tag. Er stellt sie auf Wanderscheids Fußmatte, klingelt und geht wieder. Wilsberg sieht ihm nach und betrachtet die Schachtel. Missmutig schaut er auf die geschlossene Tür und geht. Bei Lukas. Er späht aus dem Fenster. Unten schiebt Wilsberg sein Fahrrad zur Straße. Er haut ab. Was ist, wenn er wiederkommt?
Das soll er besser lassen. Und wenn doch, dann ist ruckzuck die Fresse dick. Nervös streicht sich Marvin übers Kinn. Wir sollten lieber abhauen, Mann. Abhauen? Wieso das denn? Lukas, er weiß, wo wir wohnen. Das heißt, er checkt das mit dem Überfall, dass wir das waren. Na und? Lukas nimmt ein Bier aus dem Kühlschrank. Was ist, wenn er zur Polizei geht? Und die dann hier aufkreuzen? Du bist ein Loser, Marv. Du schnallst es nicht, oder? Der Typ war bei der Polizei, sonst wüsste er meinen Namen ja nicht. Grinsend sieht er vor sich hin. Aber er hat mich nicht verpfiffen. Weil mit der Kohle was nicht stimmt. Er öffnet die Bierdose. Und weißt du was? Vielleicht besuchen wir ihn bald wieder. Es ist bestimmt noch mehr zu holen. Lukas trinkt. Aufgewühlt birgt Marvin sein Gesicht in der Hand. Das Büro in der Firma. Ecki notiert etwas. Berning kommt mit einer Kanne. Frischer Kaffee. Oh, danke, ich hab genug. Ich müsste sowieso mal... Gang runter, dritte Tür links. Danke. Ecki verstaut Unterlagen in seiner Aktentasche. Verwundert beobachtet ihn Berning. Wollen Sie schon gehen? Dienstvorschrift. Hier. Berning zieht einen Schlüssel hervor. Da können Sie sicher gehen, dass hier drin nichts wegkommt. Zögernd legt Ecki die Tasche hin und nimmt den Schlüssel. Danke. Er öffnet die Tür und zeigt auffordernd nach draußen. Entschuldigung. Oh ja. Berning folgt ihm hinaus. Gewissenhaft schließt Ecki die Tür ab. Im Gang, mit dem Schlüssel in der Hand, geht Ecki zu einer Tür mit der Aufschrift WC. Vor dem Büro. Ein Mann im Anzug schiebt einen Ersatzschlüssel ins Schloss und öffnet die Tür. Drinnen öffnet er Eckis Aktentasche, zieht seine Brieftasche heraus und betrachtet einige Chipkarten. Im Gang vor der Toilette wartet ein beleibter Mann. Ecki kommt heraus. Großer Eschhaus, hallo. Mir gehört der Laden hier. Talkötter Finanzamt. Ich weiß, Sie schnüffeln in unseren Büchern rum. Kommen Sie gut voran? Ich halte nicht viel von Wasserstandsmeldungen, aber wenn ich fertig bin, dann werden Sie es erfahren. Ich möchte nur, dass Sie wissen. Also wenn Sie irgendwie Probleme haben, dann kommen Sie zu mir. Ich kümmere mich dann drum, ne? Er tätschelt Eckis Arm. Gut. Ja. Die Arbeit ruft. Ja. Ecki wendet sich ab. Großer Eschhaus sieht ihm misstrauisch nach und geht. Vor dem Wohnblock. Lukas und Marvin kommen. Sollen wir nicht doch besser noch warten? Das macht ihn nicht ins Hemd, Mann. Wilsberg beobachtet sie. Die beiden gehen. Vor Lukas Wohnungstür. Wachsam sieht Wilsberg sich um und öffnet mit einem Werkzeug das Schloss. Drinnen. Wilsberg kommt herein und schaut sich um. Die Wohnung ist provisorisch eingerichtet. In einem der Zimmer liegen Kleidung und Schuhe verstreut. An der Wand lehnen flache Kartons. Obendrauf steht ein Fernseher. Wilsberg geht ins Wohnzimmer. Auf einem Tisch stehen leere Flaschen. Er bemerkt eine Styroporschachtel mit der Aufschrift „Der Essensbote“. Grübelnd sieht er auf und streckt die Hand nach einer Blechdose aus. Erschrocken fährt er herum und versteckt sich auf dem Balkon. Lukas und Marvin kommen herein. Lukas öffnet die Blechdose. Darin steckt Wilsbergs Geld. Du bist so ein Vollpfosten. Ich dachte, du hättest es mitgenommen. Lukas nimmt das Bündel heraus. Denken ist nicht deine Stärke, hm? Marvin senkt den Blick. Überlass das mal besser mir. Die beiden gehen wieder. Wilsberg sieht ihnen nach und kommt ins Zimmer zurück. Er öffnet die Blechdose. Enttäuscht blickt er hinein. Im Firmengebäude. Ecki kommt aus dem Büro. Berning geht zu ihm. Sie sind fertig? Mit einem guten Ergebnis, hoffe ich. Ich frage mich ernsthaft, ob wirklich alle Umsätze in den Büchern auftauchen oder ob hier systematisch Einnahmen verschleiert werden. Sehen Sie das nicht ein wenig zu dramatisch? Ich finde, wir sollten da noch mal drüber reden. Ich fürchte, dafür ist es zu spät, Herr Berning. Sie hören von mir. Herr Talkötter, für jede Unstimmigkeit lässt sich doch eine unbürokratische Lösung finden, nicht? Seien Sie vorsichtig. Ich könnte das sonst als Bestechungsversuch werten. Er gibt Berning den Schlüssel und geht. In Große Eschhaus Büro. Dieser Bleistiftanspitzer vom Finanzamt stellt sich stur. Dann wird Zeit für Plan B. Haben Sie, was Sie brauchen? Mhm. Na dann. Berning lächelt leicht und geht. Angespannt sieht Große Eschhaus vor sich hin. Vor dem Plattenbau. Lukas nimmt sein Handy und schaut aufs Display. Marvin geht zum Eingang. Pass auf, ich muss noch mal zum Asi was erledigen. Was denn? Geht dich nichts an. Komm.
Frau, sag schon. Gereizt legt ihm Lukas die Hand auf die Schulter. Marv. Er packt seinen Nacken. Versuch das nie wieder. Was denn? Misch dich nicht in meine Angelegenheiten. Ich könnte sonst sehr böse werden. Kühl grinst er Marvin an, stößt ihn weg und geht. Verstört sieht Marvin ihm nach. In der Wohnung, Marvin kommt herein. Am Fenster steht Wilsberg. Ihr müsste dringend mal aufgeräumt werden. Fuck. Was machen Sie hier? Ich will mein Geld zurück. Ja. Das ist aber nicht so einfach. Bis morgen früh, sonst sage ich der Polizei, wo sie euch findet. Lukas sagt, Sie können gar nicht zur Polizei gehen. Ach, sagt er das? Ja. Weil mit dem Geld etwas nicht stimmt. Sorgt dafür, dass ich die Knete zurückbekomme. Sonst bist du dran, ob mit oder ohne Polizei. Verlass dich drauf. Wilsberg geht. Nervös sieht Marvin ihm nach. Abends an einem See. Lukas geht über eine breite Autobrücke. Er lehnt sich an die Brüstung und schaut wartend vor sich hin. Hinter ihm nähert sich eine Gestalt. Die Kapuze ist tief ins Gesicht gezogen. Lukas sieht sich um und lächelt. Die Gestalt zückt einen Elektroschocker und presst ihn an Lukas' Hals. Lukas stürzt übers Geländer ins Wasser. Reglos treibt sein Körper im See. Die Lichtstrahlen einer Laterne dringen durch das grün schimmernde Wasser. Kleine Luftblasen steigen an die Oberfläche. Es ist Tag. Auf der Brücke steht ein Streifenwagen. Schaulustige spähen über die Brüstung. Unten am Ufer steht ein weiterer Polizeiwagen. Beamte der Spurensicherung untersuchen eine Treppe. Overbeck geht zu Anna. Moin, Chef. Am Boden liegt Lukas' Leiche. Und, wissen wir schon, um wen es sich handelt? Haben Sie denn noch nichts von der neuen Gesichtserkennungs-App gehört, Overbeck? Man macht ein Foto, schickt es an den Polizeirechner und schwuppdiwupp hat man den Namen. Sowas haben wir? 3000 Kollegen haben das schon geliked. Sie haben noch nichts davon gehört? Das ist komplett an mir vorbeigegangen. Ach, Scherz, Overbeck. Lukas Feldmann. Sie zeigt einen Ausweis. Gereizt nimmt er ihn. Feldmann? Ist das nicht ein Kunde von uns? Ja, mehrfach vorbestraft. Raubüberfall und Körperverletzung, richtig? Unter anderem. Gestern noch seine Akte gesehen. Heute ist er tot. Frau Kommissarin, hier ist ein Mann, der das Geschehen beobachtet hat. Sie wendet sich an den Zeugen. Tag. Na, erzählen Sie mal. Naja, also, ich bin hier am Ufer entlang gelaufen. Und zügiger. Und dann habe ich gesehen, wie der gefallen ist. Mir kam das so vor, als ob der bewusstlos wäre. Warum kam Ihnen das so vor? Der ist gefallen wie ein Stein. Das passt. Der Pathologe. Was passt? Gut, Ihr Name? Anna geht zu ihm. Guck mal. Siehst du die leichten Verbrennungen hier? Ja. Die könnten von so einem Elektroschocker stammen. Elektroschocker? Also bewusstlos und dann über das Geländer gestürzt. Dann sprechen wir also von Mord. Also Overbeck, Sie bleiben hier, bis die Spusi, Sie wissen schon. Einer muss ja die Drecksarbeit machen. Dann passen Sie auf, dass Sie nicht auf den Charakter abfärben. Ein Kriminaltechniker. Frau Hauptkommissarin. Eine Brieftasche. Das gehörte möglicherweise dem Opfer. Sie steckt in einer Tüte. Nimm's mit. Danke. Im Finanzamt. Ecki fährt in einem Paternoster hinauf. Ein Büro. Ein Mann mit Halbglatze. Grabowski sitzt am Computer. Ja, bitte? Ecki kommt herein. Danke, Tom. Gut, dass Sie da sind. Ich bin da auf eine ganz große Sauerei gestoßen. Steuerbetrug im großen Stil. Wir brauchen die Kavallerie, Razzia und so weiter. Setzen Sie sich da, bitte. Danke. Ich denke, wir sollten schnell handeln. Unter Umständen müssen wir auch den Zoll einschalten. Der Fall, von dem Sie da reden, geht es da um große Chance? Ja, genau. Woher wissen Sie das? Wir haben einen Hinweis erhalten. Einen anonymen Hinweis. Trotzdem wäre es fahrlässig, ihn einfach zu ignorieren. Und was besagt dieser Hinweis? Der Verfasser behauptet, Sie seien von einem Konkurrenten von Große Eschhaus bestochen worden. Angeblich hat man Ihnen 10.000 Euro überwiesen, damit Sie Große Eschhaus etwas anhängen. Das ist doch vollkommen absurd. Sie wissen, dass ich nicht bestechlich bin. Natürlich haben Sie einen Vertrauensvorschuss, Talkitter. Allerdings muss ich einem derart konkreten Vorwurf nachgehen. Das verstehen Sie doch, oder? Ja, na klar.
Grübelnd schaut Ecki vor sich hin. Moment. Er steht auf. Ich kann es Ihnen beweisen. Ich zeige Ihnen einfach meine Kontobewegung. Das ist nicht notwendig. Mir reicht Ihre eidesstattliche Versicherung. Doch, doch, doch. Sie sollen das mit eigenen Augen sehen. Herr Kötter. So, hier, bitte, mein Konto. Grabowskis Computerbildschirm zeigt einen Kontoauszug. Verblüfft sehen die beiden darauf. 10.000 Euro von einer Schweizer Bank für GE. GE wie Großer Eschhaus? Das kann nicht sein. Aufgebracht öffnet Grabowski die Tür. Herr Tagmutter! Sie gehen erstmal nach Hause. Ich verstehe das nicht. Ich werde das Ministerium einschalten müssen. Sie hören dann von der Dienstaufsicht. Ecki geht entgeistert zu ihm. Tut mir leid. Missmutig schaut er Grabowski an und geht. Der schließt wütend die Tür. Nicht bestechlich. Im Präsidium. Anna zieht 50-Euro-Scheine aus Lukas' Brieftasche. Overbeck, schauen Sie mal, was ich habe. Lukas Feldmanns Geldbörse. Eine Menge Geld für so eine kleine Leuchte. Sie bemerkt Wilsbergs Visitenkarte und gibt sie ihm. Wilsbergs Karte? Da schau her. Ich halte es eben doch für wahrscheinlich, dass Georg überfallen wurde. Und zwar von Lukas Feldmann und seinen Komplizen. Es kommt noch besser. Hastig holt Overbeck Lukas Foto. Dieses Foto hier hat Wilsberg gestern in den Fingern gehabt. Er hat Feldmann erkannt, hat aber nichts gesagt. Wäre ja dumm. Begreifen Sie denn nicht, Chef? Wilsberg wollte das persönlich erledigen. Er hat Feldmann aufgespürt, verfolgt und hat sich an ihm gerecht. Sie sind vollkommen übergeschnappt, Overbeck. Erst behaupten Sie, dass Georg den Überfall inszeniert hat, dann soll er plötzlich den Räuber umgebracht haben. Was den Überfall angeht, habe ich mich eben geirrt. Aber Wilsberg ist alles zuzutrauen. Er ist kein Engel, aber er ist auch kein Mörder. Er hat ein Motiv und ist somit tatverdächtig. Wir müssen ihn vernehmen. Es besteht Fluchtgefahr. Entnervt verdreht Anna die Augen. Oder soll ich den Kriminalrat fragen, weil Sie persönlich befangen sind? Sie wendet sich unwillig ab. Danke, Chef. Ich wusste, dass Ihr Verstand über Ihre Gefühle siegt. Overbeck geht. In Wilsbergs Wohnung. Er steht in der Küche und trinkt Kaffee. Alarmiert sieht er auf. Wilsberg nimmt angespannt eine Weinflasche, schaut aufs Etikett und nimmt eine andere. Langsam öffnet er den Vorhang zum Laden. Dort stehen zwei Polizisten. Waffe runter! Sofort! Waffe? Das ist ein 2003er Bordeaux. Der Polizist nimmt ihm die Flasche ab und zielt auf ihn. Hände über den Kopf. Wilsberg gehorcht. Sie hätten auch klopfen können, dann hätte ich ihn aufgemacht. Klar. Chef, wir haben ihn! Overbeck kommt herein. Wilsberg verzieht das Gesicht. Gute Arbeit, Jungs. Er zeigt Handschellen. Wissen Sie, was das hier ist, Wilsberg? Gute Frage. Ich nehme den Publikumsjoker. Ein Abführmittel. Ja, witzig. Sie sind vorläufig festgenommen. Es besteht Mordverdacht. Overbeck legt ihm die Handschellen an. Wer ist denn ermordet worden? Lukas Feldmann. Wilsberg schaut verblüfft. Und das soll ich gewesen sein? Sie tickt noch nicht ganz richtig. Ihre Lage ist ernster, als Sie denken. Und jetzt ab mit ihm. Weiß Ihre Chefin, was Sie hier treiben? Machen Sie sich keine falschen Hoffnungen. Die Springer steht voll hinter mir. Hoffentlich, um ihn in den Arsch zu treten. Die Beamten führen ihn ab. Ein Vernehmungsraum im Präsidium. Wilsberg sitzt vor Overbeck. Anna schaut ihn aufgebracht an. Ohne meinen Anwalt sage ich nichts. Alex ist ja unterwegs. Sie haben sich ein ziemlich tiefes Loch gegraben, Wilsberg. Auch Ihre Anwältin kann Sie da nicht wieder rausholen. Haben Sie irgendwelche bewusstseinsverändernden Substanzen genommen? So ein blöder Scherz, oder? Mein Ermessensspielraum ist begrenzt, Georg. Alex kommt. Endlich. Hallo. Na, Georg, was gibt's? Hat Overbeck wieder Sehnsucht nach mir? Sehr lustig. Sie setzt sich. Ihr netter Mandant, Frau Holtkamp, steht unter dringendem Mordverdacht. Oh, Georg hat jemand umgebracht. Das saugte sich aus den Fingern. Warten Sie es ab, Wilsberg. Er zeigt ihm Lukas' Foto. Kennen Sie diesen Mann? Wilsberg betrachtet es. Nie gesehen. Komisch. Auf dem Foto sind nämlich Ihre Fingerabdrücke. Wilsberg und Alex tauschen einen Blick. Muss ich mir sowas anhören? Dürfen wir erfahren, worauf Sie hinaus wollen, Overbeck? Er zeigt ein Foto der Leiche. Lukas Feldmann. Ertrunken. Aber nicht einfach so. Sehen Sie diese Verbrennung am Hals? Jemand hat ihn mit einem Elektroschocker betäubt und dann in den Aasee geworfen. Wilsberg schluckt. Und was habe ich damit zu tun?
Sie haben ihn doch gesucht? Ach, das ist doch Quatsch. Triumphierend hebt Overbeck eine Fernbedienung. Tag. Mein Name ist Wildschrei. Ich bin der Bewährungshelfer von Lukas Feldmann. Ich kann ihn unter seiner angegebenen Adresse nicht finden. Hörster Straße. Er schaltet aus. Verdrossen beugt Anna sich zu Wilsberg. Ich hatte so gehofft, du würdest nicht lügen. War dir nicht klar, dass alle Anrufe aufgezeichnet werden? Mein Ermessensspielraum ist begrenzt, Georg. Ich hab's dir gesagt. Ach, Anna. Autsch. Damit haben Sie jetzt wohl nicht gerechnet, hm? Ich würde jetzt gern mit meinem Mandanten allein sprechen. Sehr gerne. Overbeck folgt Anna hinaus. Alex legt die Hand auf das Mikrofon. Okay, Georg, was ist passiert? Naja, Lukas Feldmann war einer der Typen, die mich überfallen haben. Und du hast ihn gefunden und mit ihm ein ernstes Wort gesprochen, oder was? Nein, nur mit seinem Mitbewohner. Name? Marv. Marv? Marv. Ja, und weiter? Nichts weiter. Ich habe die Wohnung durchsucht. Dann ist dieser Knabe da aufgetaucht. Ich habe ihm gesagt, dass ich mein Geld zurück will. Das ist alles. Mit dem Mord an Lukas Feldmann habe ich nichts zu tun. Du machst jetzt eine Aussage und legst hier alles auf den Tisch. Dann müssen sie dich gehen lassen. Die Beweise reichen nicht für einen Haftbefehl. Sehe ich aber ziemlich blöd aus. Das tust du sowieso. Bete, dass Overbeck nicht noch einen Joker in der Hinterhand hat. Widerwillig schaut er sie an. Eckis Büro im Finanzamt. Er telefoniert. Mann, Georg, immer wenn man dich braucht, bist du nicht da. Grabowski kommt. Sie sind ja immer noch da. Ich dachte, ich hätte mich klar genug ausgedrückt. Ich packe eben meine Sachen zusammen. In spätestens 30 Minuten haben Sie das Gebäude verlassen, verstanden? Wütend geht er. Bedrückt blickt Ecki vor sich hin. Verstanden. Im Präsidium. Chef, Sie hätten ihn nicht einfach so gehen lassen dürfen. Und ob ich das darf? Für ein Mord gibt's keine Beweise, nicht einmal ein Motiv. Wie bitte hätte er denn an sein Geld kommen sollen, wenn er den Mann von der Brücke schmeißt? Sie leiden an einer Wilsberg-Obsession, mein lieber Overbeck. Das nimmt pathologische Züge an. Die Beweise besorge ich Ihnen. Das verspreche ich Ihnen. Oh ja, tun Sie das, tun Sie das. Aber vorher beschaffen Sie mir einen Durchsuchungsbeschluss für die Lukas-Feldmann-Wohnung. Ich gedenke nämlich noch anderen Spuren nachzugehen. Selbstverständlich. Gereizt geht er. Vor dem Antiquariat. Was hast du jetzt vor? Nur eine Unschuld beweisen, bevor Overbeck mir den nächsten Strick dreht. Das klingt ja nach einem durchdachten Plan. Ich greife mir den Kerl, den ich in Feldmanns Bude getroffen habe, und quetsche ihn aus. Der weiß was, da bin ich ganz sicher. Sei vorsichtig. Das nächste Mal kann ich dich nicht so leicht raushauen. Dann musst du in U-Haft. Du kannst ja mitkommen und auf mich aufpassen. Das würde ich gern. Aber ich habe leider einen Termin im Gericht. Dann komm eben nach. Er steigt aufs Fahrrad. Die Adresse kennst du ja. Du bist erwachsen, Georg. Meistens jedenfalls. Lächelnd zieht sie ihm nach. Der Gang vor Lukas Wohnung. Vor Wanderscheids Tür steht eine Styroporschachtel. Wilsberg kommt. Vorsichtig drückt er gegen Lukas Wohnungstür. Sie ist offen. Wilsberg geht hinein. In der leeren Wohnung. Suchend schaut er sich um. Ist jemand zu Hause? Die groß gemusterte Tapete löst sich von der Wand. Auf einer Metallkiste steht ein Flachbildfernseher. Daneben ein Gartenstuhl aus Kunststoff. Wilsberg wendet sich zur Tür. Draußen kommen Overbeck und einige Kriminaltechniker. Das war nicht meine Idee. Das ist, wo die Chefin besteht drauf. Hastig schließt Wilsberg die Tür. Draußen, der Hausmeister hält ein riesiges Schlüsselbund. Aufmachen. In der Wohnung, hektisch versteckt sich Wilsberg auf dem Balkon. Draußen zieht Overbeck Latexhandschuhe an. Der Hausmeister schließt auf. Auf dem Balkon, Wilsberg schaut sich um, steigt über die Brüstung und klettert über die Absperrung zum Nachbarbalkon. In Lukas Wohnung, mürrisch sieht Overbeck sich um. Was für ein Saustall. Die Kollegen folgen ihm. Das übliche Programm. Auf dem Nachbarbalkon. Wilsberg klettert mühsam über die Brüstung. Die Balkontür ist verschlossen. Er späht durch ein verschmutztes Fenster. In dem schäbigen Zimmer dahinter steht ein leeres Pflegebett. Wilsberg drückt gegen die Scheibe. Das Fenster geht auf. Er steigt ins Zimmer. Angewidert hält er sich die Nase zu und blickt sich um. Er presst sich ein Taschentuch aufs Gesicht und öffnet eine Tür. Im Wohnzimmer steht ein Rollstuhl. Davor liegt ein Toter. Sein Gesicht ist wächsern und bläulich verfärbt. Entsetzt betrachtet Wilsberg ihn. Im Gang, Anna kommt. Hinter ihr öffnet Wilsberg die Tür. Georg? Er bleibt stehen.
Was machst du hier? Nichts. Ich wollte gerade gehen. Hast du nicht genug Ärger am Hals? Musst du noch unsere Ermittlungen behindern? Mann, was wirft denn das für ein Licht auf dich? Overbeck kommt. Ärger, Chef? Brauchen Sie Hilfe? Nein, danke. Ich werde hier schon alleine fertig. Werfen Sie lieber meinen Blick da rein. Wieso? Wenn ich's wüsste, wären Sie ja überflüssig. Overbeck geht in die Wohnung. Bist du das, der so muffelt? Quatsch. Himmel, hier stinkt's. Er kommt wieder heraus. Da drin liegt eine Leiche. Wilsberg gibt Anna sein Taschentuch. Oh, was auch sonst. In Wanderscheids Wohnung. Wilsberg und Anna betrachten den Toten. Liegt einer tagelang in seiner Wohnung und niemandem fällt's auf. Was für eine Gesellschaft leben wir eigentlich? Overbeck kommt. Es ist jemandem aufgefallen. Die Wohnung wurde durchsucht. Oder waren Sie das, Wilsberg? Ausnahmsweise nicht. Ich kannte den Mann nicht mal. Wie und warum bist du eigentlich hier hereingekommen? Das glaubst du mir sowieso nicht. Das ist keine Antwort auf meine Frage. Sollen wir ihn festnehmen und auf dem Präsidium grillen, Chef? Mensch, Overbeck, ich kann den Mann nicht umgebracht haben. Der ist doch schon seit ein paar Tagen tot. Ach, er wurde ermordet. Woher weißt du das? Er ist mit dem Kopf gegen die Kante da geknallt. Am Schrank klebt Blut. Warum ist er nicht einfach nur gestürzt? Er war schließlich gehbehindert. Wilsberg beugt sich zum Toten. Der hat Hämatome an den Waden. Nichts anfassen, Wilsberg. Er wurde mit dem Rollstuhl umgefahren. Das hat er in beiden Beinen. Aha, jemand steht hinter dem Rollstuhl. Und wer der Mörder war, wissen Sie wahrscheinlich auch schon, ja? Wenn ich das wüsste, dann wären Sie ja überflüssig. Ich brauche noch deine Aussage fürs Protokoll. Draußen, vor dem Wohnblock, steht ein Streifenwagen. Marvin kommt. Verwundert bleibt er stehen. Ein Polizist nimmt etwas vom Rücksitz. Auf dem Balkon untersucht ein Spurensicherer die Absperrung. Beklommen wendet sich Marvin ab. Bielefeld packt ihn. Bist du vor den Bullen verdrückt? Lassen Sie mich los! Dein Freund hat schon erwischt. Vielleicht bist du ja der Nächste. Alex kommt. Hey! Hey! Hören Sie auf damit! Was willst du denn, du Schlampe? Ich bin Anwältin. Und wenn Sie diesen Mann nicht sofort loslassen, werde ich dafür sorgen, dass Ihr runzliger Arsch im Gefängnis landet. Alles klar? Wütend lässt er Marvin los. Schwein gehabt, Marvin. Er packt sein Kinn. Wir sehen uns. Und verschwindet. Aufgewühlt blickt Marvin zu Alex. Danke, Mann. Marv? Verdutzt bleibt er stehen. Du und dein Freund Lukas Feldmann, ihr habt das Antiquariat Wilsberg ausgeraubt, richtig? Marvin schluckt. Was reden Sie denn da? Lassen Sie mich in Ruhe. Jetzt warte doch mal. Lukas ist ermordet worden. Wie erstarrt bleibt er stehen und wendet sich zu Alex um. Ich will dir helfen. Geh zur Polizei, dann werde ich dafür sorgen, dass du glimpflich davon kommst. Und wenn nicht? Würde ich Wilsberg finden. Und der ist ziemlich sauer. Dieser Antiquariat mit den alten Büchern? Sie nickt. Der war vor kurzem bei uns in der Wohnung. Und jetzt ist Lukas tot. Das war nicht Wilsberg. Sind Sie sich da sicher? Ziemlich sicher. Ich habe keinen Bock auf Bullen. Ja, siehst du, deswegen. Bring es einfach so schnell wie möglich hinter dich. Je eher, desto besser. Ich habe auch keinen Bock auf Gefängnis. Vertrau mir. Im Präsidium. Anna und Overbeck gehen durch den Gang. Einige Fingerabdrücke stammen definitiv von Lukas Feldmann. Mhm, also war er in der Nachbarwohnung. Aber ich bezweifle, dass er eingeladen war. Und da ist noch was. Lothar Wanderscheid, so hieß der Tote, hatte einen hohen fünfstelligen Betrag auf seinem Konto. War seine Rente so üppig? Nein, damit wäre er kaum über die Runden gekommen. Aber es gab immer wieder Bareinzahlungen. Aha, interessant. Alex! Marvin sitzt bei ihr. Lange nicht gesehen. Sie stehen auf. Du hast uns jemanden mitgebracht? Ja, das ist, Marvin Berg. Marvin möchte gerne den Überfall auf Wilsbergs Antiquariat gestehen. Sie sind also die Pfeife, die aus dem Krankenwagen geflohen ist, ja? Da haben Sie aber Glück, dass Wilsberg Sie nicht erwischt hat. Ihren Partner hat er schon. Overbeck. Wie, du hast doch gesagt, dass er das nicht gemacht hat. Das hat er auch nicht. Dann wollen wir uns mal unterhalten, ja? Angespannt nickt Marvin. Im Vernehmungsraum. Okay, abgesehen vom Überfall auf Wilsberg, was ist eigentlich in der Wohnung neben Ihrer passiert? Wie, passiert? Was meinen Sie denn? Ihr Nachbar, Wanderscheid, Lothar, lag mehrere Tage tot in seiner Wohnung. Na und? Der war ja uralt, also mindestens 60. Wie alt?
Na, 60. Empört fixiert ihn Anna. Also mindestens. Und außerdem hat er nur in seiner Bude gehockt. Mhm. Der Mann war gehbehindert. An Stubenhockerei ist er nicht gestorben, er wurde umgebracht. Ehrlich? Davon wusste ich nichts. Ihr Kumpel, Lukas Feldmann, der war auf jeden Fall in der Wohnung. Wir haben seine Fingerabdrücke gefunden. Davon hat er Ihnen nichts erzählt? Nee, ehrlich nicht. Nee, Sie sind die Unschuld vom Lande, hm? Den Quatsch sollen wir Ihnen abnehmen! Da gibt es noch etwas. Wanderscheid hatte Geld. Und wissen Sie, was wir glauben? Dass Sie und Ihr Kumpel Feldmann das spitz gekriegt haben. Dann haben Sie den alten Mann unter Druck gesetzt, aber der wollte so partout nichts hergeben von seinem Reichtum. Da haben Sie seinem Rollstuhl einen kräftigen Stoß versetzt. Und da ist der Mann hingefallen und hat sich leider das Genick gebrochen. Hilflos wendet er sich zu Alex. Du hast mir gesagt, dass ich sofort wieder gehen darf. Juristen reden viel, wenn der Tag lang ist. Wo waren Sie eigentlich gestern Nacht, als Ihr Freund Lukas Feldmann umgebracht wurde? Ja, wie? Ja, drehen Sie jetzt völlig durch. Der hat doch gesagt, wohin, dass dieser... Ja, das meint er. Ich bin da ganz anderer Meinung. Scheiße. Könnte ich jetzt vielleicht mit meinem Mandanten allein... Alleine sprechen? Ja, natürlich, das darfst du. Anna und Overbeck gehen hinaus. Alex legt die Hand aufs Mikrofon. Okay, was ist jetzt mit diesem Nachbarn? Du musst mir schon die Wahrheit sagen, sonst kann ich dir nicht helfen. Ich habe damit nichts zu tun, ich schwöre. Was ist mit Lukas Feldmann? Traust du ihm den Mord an Wanderscheid zu? Glaube ich nicht. Ich weiß es nicht. Wo ziehst du mich eigentlich hier rein? Ich sag mal so, wir könnten professionelle Hilfe gebrauchen. Jemand, der unabhängig ermittelt. Ja, kennst du da wen? Es gibt nur ein Problem. Du und Lukas habt ihn überfallen. Verdutzt sieht er sie an. Wilsberg? Ist auch Detektiv, ja. Ich könnte ihn überreden, dass er für uns tätig wird. Allerdings... Was? Müsstest du ihm erstmal das Geld zurückgeben, was ihr ihm geklaut habt. Wir haben das schon ausgegeben. Für was? Vor dem Antiquariat. Wilsberg sortiert Bücher in ein Regal. Verblüfft schaut er auf. Ein türkisblaues amerikanisches Oldtimer-Cabriolet hält. Am Steuer sitzt Alex. Sie steigt aus und geht zu ihm. Geile Karre. Muss man dafür nicht Cowboy-Stiefel tragen und sich seit 40 Jahren mit Rockmusik volldröhnen lassen? Genau. Deswegen ist es jetzt deiner. Sie reicht ihm den Schlüssel. Wieso? Ja, das sind die 10.000 Euro, die dir geklaut wurden. Alex, ich will keine Zuhälterkarre, ich will mein Geld zurück. Mensch, Georg. Mein Mandant will dir wirklich gerne entgegenkommen. Dein Mandant? Meinst du den Kerl, der Ecke mit einer Eisenstange bedroht hat? Ich glaube, Marvin ist harmlos und wurde einfach nur von seinem Kumpel angestiftet. Ach, du hast ihn ins Herz geschlossen. Alex, zuerst stirbt sein Nachbar, dann sein Kumpel und Marvin war immer in der Nähe. Ja, ja, auf die Idee ist Anna auch schon gekommen. Aber irgendwie habe ich im Gefühl, dass er unschuldig ist. Das soll ein Witz sein. Wanderscheid hatte eine Menge Geld. Und Lukas Feldmann wusste offenbar davon. Ach, und du meinst, Lukas Feldmann musste daran glauben, weil er Wanderscheid auf dem Gewissen hat? Wäre doch möglich. Ja. Viel Spaß mit deinem neuen Wagen. Ecki kommt. Georg, Alex, gut, dass ihr da seid. Ich brauche eure Hilfe. Ja. Sind wir schon zu dritt? Nein, im Ernst. Ich stecke in Schwierigkeiten. Welches Herz hast du denn diesmal gebrochen? Keins. Ich habe 10.000 Euro zu viel auf dem Konto. Deine Sorgen möchte ich haben. Ich habe 10.000 zu wenig. Kannst du mir die Kohle abtreten? Du verstehst das nicht. Das Geld gehört mir nicht. Na, umso besser. Dann hängst du nicht so dran. Was ist denn das überhaupt für eine Zuhälterkarre? Frag Alex. Georg, du kannst jetzt nicht einfach wegfahren. Nimm's nicht persönlich. Wilsberg steigt ein. Aber Alex, du hast einen Moment, oder? Ich habe jetzt so viel Zeit mit dem Problem von Georg verbracht. Lass uns das auf morgen verschieben. Tschüss. Sie geht. Gut, wenn man Freunde hat. Ach, Ecki, kannst du auf den Laden aufpassen, bis ich wieder da bin? Danke. Er wirft ihm den Schlüssel zu und fährt los. Na toll. Vor dem Wohnblock. Wilsberg hält am Straßenrand und steigt aus. Vor der Tür steht ein junges Paar. Richtig geile Karre. Er geht zum Eingang. Aber weißt du, was ich komisch finde? Nee. Dass solche Autos immer noch von alten Säcken gefahren werden. Im Gang. Wilsberg klingelt an einer Tür. Eine junge Frau mit Baby auf dem Arm öffnet. Jugendamt! Dafür bin ich zu alt. Was wollen Sie dann? Lukas Feldmann und Lothar Wanderscheid. Klingelt da was bei Ihnen? Müsste ich die kennen? Ja, Nachbarn von Ihnen, ein paar Türen weiter. Nee, Sie hören ja, ich bin beschäftigt. Gereizt schließt sie die Tür. Nebenan. Eine etwa 10-Jährige öffnet. Ja. Hallo. Sie hält ein Smartphone. Kanntest du Lothar Wanderscheid? Ist das ein Quiz?
Der wohnte hier nebenan, ein paar Türen weiter, bis ihn jemand umgebracht hat. Echt? Abgefahren. Muss ich gleich posten. Sie tippt. Also kanntest du ihn? Oder Lukas Feldmann? Nee, ich kenn fast niemanden hier im Haus. Ah. Papa, hier ist jemand, der etwas über einen Wanderscheid wissen will. Was machst du so lange mit dem Penner? Der soll sich verpissen. Sie müssen entschuldigen, mein Vater ist etwas indisponiert und ich kann Ihnen auch nicht weiterhelfen. Trotzdem vielen Dank. Dafür nicht. Sie schließt die Tür. Wilsberg geht zu Bielefelds Wohnung und will klingeln. Ich brauche nichts. Er lässt die Hand sinken. Es geht um Lothar Wanderscheid. Mürrisch öffnet Bielefeld. Der Krüppel aus der 107? Dem Mordopfer aus der 107. Was habe ich damit zu tun? Vielleicht haben Sie irgendeinen Verdacht. Müssen mit den beiden Jungs, die neben ihm gewohnt haben. Ich verstehe nicht, was die Fragerei soll. Na, ich dachte, ein Mann wie Sie, der auf Recht und Ordnung steht, der verliert manchmal die Geduld. Da haben Sie völlig recht. Er knallt die Tür zu. Missmutig wendet Wilsberg sich ab. Der Bote kommt. Er geht an ihm vorbei, stellt eine Styroporschachtel auf Wanderscheids Fußmatte und klingelt. Herr Wanderscheid ist schon seit 2 Wochen tot. Irritiert sieht der Bote ihn an. Haben Sie es nicht mitbekommen? Wie denn, wenn mir keiner was sagt? Vielleicht, weil es eine gute Tat gewesen wäre, wenn Sie ihm das Essen persönlich in die Hand gedrückt hätten, statt es einfach vor die Tür zu knallen. Wissen Sie eigentlich, wie viele Kunden ich auf meiner Tour habe? Wenn ich damit jedem ein persönliches Schwätzchen halten würde, dann wäre ich noch um Mitternacht unterwegs. Und dann machen Sie sich's einfach und kümmern sich direkt darum, ob das Essen auch beim Richtigen ankommt. Am nächsten Tag waren die Kartons weg. Na, weil die Nachbarn sie geklaut haben. Wilsberg zeigt zu Lukas Wohnung. Hören Sie, wir sind eine gemeinnützige Organisation. Wäre nicht gut, wenn die Geschichte an die große Glocke gehängt würde. Kann ich gut verstehen. Ich mache das wirklich nicht immer so. Er nimmt die Schachtel. Bei denjenigen, von denen ich weiß, dass sie niemanden haben, dann nehme ich mir auch die Zeit für einen kleinen Plausch. Herr Wanderscheid hatte auch niemanden. Er war aber nicht immer allein. Erstaunt sieht Wilsberg ihn an. Also manchmal hat mir auch eine Frau die Tür aufgemacht. Ach. Wilsberg schaut grübelnd. Wie hieß die? Keine Ahnung. Wie sah sie denn aus? Ja, normal. Mittelgroß, braune Haare. Hab sie ja immer nur kurz gesehen. Danke. War eine große Hilfe. Ich müsste jetzt weiter, das Essen wird sonst kalt. Der Bote lächelt und geht. Nachdenklich blickt Wilsberg ihm hinterher. Er zieht ein Werkzeug hervor und durchtrennt das Polizeisiegel. In Wanderscheids Wohnung. Wilsberg öffnet eine Schublade. Sie ist voller Zeitungsausschnitte. Eine Überschrift lautet: Lukas Feldmann verurteilt. Auf einem Foto wird Lukas von einem Polizisten abgeführt. Wilsberg betrachtet es. Er steckt den Ausschnitt ein und schließt die Schublade. Wilsberg drückt die Wahlwiederholung am Telefon. Hallo Frau Sprakel, mein Name ist Georg Wilsberg. Ich rufe aus der Wohnung von Lothar Wanderscheid an. Ist was passiert? Das würde ich Ihnen lieber persönlich sagen. Geht das? Im Moment habe ich viel zu tun. Ich kann auch bei Ihnen vorbeikommen. Es dauert nicht lang. Na gut. Sagen Sie mir die Adresse. Rasch nimmt er einen Stift. Ich wohne in der Grevener Straße 13. Er notiert. Ja. Bis später. Legt auf und bemerkt eine alte Abiturzeitung. Darauf steht 1964. Im Vernehmungsraum. Ich tu doch einem alten Opa im Rollstuhl nichts. Wie oft soll ich Ihnen das noch sagen? So lange, bis Sie endlich die Wahrheit sagen. Das ist die Wahrheit. Overbeck stellt eine Styroporschachtel auf den Tisch. Warum habt ihr Wanderscheids Essen geklaut? Damit niemand auf die Idee kommt, in seiner Wohnung nachzusehen, stimmt's? Denn dann wäre die Leiche ja schon früher entdeckt worden. Alex kommt. Was soll das werden, Overbeck? Ich habe schon mal mit der Vernehmung angefangen. Sie waren ja unterwegs. Er hat ein Recht auf anwaltlichen Beistand. Haben Sie ihn darauf hingewiesen? Overbeck senkt den Blick. Vielleicht nicht so direkt. Sollen wir eine Pause machen? Gute Idee. Lächelnd nimmt er eine Akte und geht hinaus. Alex setzt sich. Du musst mich hier rausholen. Ich kann nicht mehr. Das ist nicht so einfach. Er hat immer gesagt, dass Wanderscheid dieses Essen gar nicht mehr braucht. Wer hat das gesagt? Ja, Lukas. Heißt das, er hat gewusst, dass Wanderscheid tot ist? Ja, muss ja, oder? Warum erzählst du mir das erst jetzt? Das ist mir gerade wieder eingefallen. Marv,
Hat Lukas Wanderscheid ermordet? Möglich, aber ich habe nichts mitbekommen. Ist dir dann inzwischen eingefallen, wo du in der Nacht warst, als Lukas ermordet wurde? Ich bin in der Stadt rumgelaufen. Zeugen? Glaub nicht. Ich sag's nur ungern, aber auch in diesem Fall ist es günstig, der Polizei einen Tipp zu geben. Was ist denn mit diesem Sack, der bei uns im Haus wohnt? Der ist total aggressiv und gewalttätig. Der Typ von der Straße, der dich verprügeln wollte? Ja. Name? Wie irgendeine Stadt hier in der Nähe. Gütersloh, Paderborn. In Annas Büro. Bielefeld? Genau. Er brüstet sich mit Waffen, die er angeblich zu Hause hortet. Wir werden es überprüfen. Ach, übrigens, ihr könnt meinen Mandanten nicht ewig festhalten. Es sei denn, ihr legt Beweise auf den Tisch oder beantragt einen Haftbefehl. Du irrst. Auch ohne haftrichterlichen Beschluss dürfen wir jemanden 24 Stunden festhalten. 24 Stunden sind doch nicht rum. Naja, ich komme wieder, wenn die Zeit abgelaufen ist. Und Sie? Zu Overbeck. Vernehmen ihn nur, wenn ich dabei bin. Sonst... Sonst was? Er mustert sie. Holen Sie Ihre Peitsche raus. Davon dürfen Sie maximal träumen. Wütend geht sie. Overbeck sieht ihr nach. Overbeck? Ja? Was ist? Nehmen Sie sich Bielefeld vor? Ja, geht klar. Eine Wohnung in einem Gründerzeithaus. Eine brünette Frau um die 40 sieht durch den Türspion. Die Frau Heide öffnet. Draußen steht Wilsberg. Herr Wilsberg? Ja. Ist nett von Ihnen, dass Sie sich Zeit nehmen. Hm. Bitte. Er tritt ein. Lächelnd schließt sie die Tür. Was ist denn mit Lothar? In der Küche. Heide räumt den Tisch ab. Sind Sie mit ihm verwandt? Nein, ich bin eine Altenpflegerin. Ach, dann war Herr Wanderscheid Ihr Patient? War? Ja, er ist ermordet worden. Erschüttert sieht sie ihn an. Heide ist zierlich und hat schulterlanges Haar. Sie trägt einen kurzen, karierten Rock und einen braunen Pullover. Bestürzt blickt sie vor sich hin. Wie ist das passiert? Na ja, ich frag mich eher, wer es war und warum. Sie nickt. Kann man so skrupellos sein, einen behinderten Menschen umzubringen? Hat er mit Ihnen jemals über seinen Nachbarn gesprochen, Lukas Feldmann? Allerdings, ja. Er hat sich darüber aufgeregt, dass in der Wohnung nebenan Kriminelle wohnen. Er wollte sogar umziehen. Woher hat er eigentlich so viel Geld? Lothar Vermögen? Nee. Also das höre ich jetzt zum ersten Mal. Sie haben mit ihm nie über Geld gesprochen? Ich habe meine Arbeit gemacht und er hat mich dafür bezahlt. Mehr war da nicht. Wilsberg erwidert lächelnd ihren Blick. Ich fürchte, ich kann Ihnen nicht groß helfen. Ja. Ich bin eine schlechte Gastgeberin. Darf ich Ihnen was anbieten? Nein, danke. Vielleicht ein andermal. Bei einer besseren Gelegenheit. Er geht zur Tür. Muss ich nichts unterschreiben? Ich bin nicht von der Polizei. Ihr Lächeln erlischt. Wer sind Sie dann? Nur jemand, der die Wahrheit rausfinden will. Wilsberg geht. Beunruhigt schaut sie ihm nach. Vor Bielefelds Wohnung. Overbeck kommt und will klingeln. Bielefeld öffnet. Was ist? Overbeck, Kripo Münster. Er zeigt seine Marke. Jetzt, wo der Rollstuhlkrüppel tot ist, da werden Sie hellhörig, was? Klären Sie mich auf, Herr Bielefeld. Was haben wir verpasst? Na, Feldmann, sein bleicher Schatten, den hätten Sie doch schon längst aus dem Verkehr ziehen müssen. Hat man Sie bedroht? Ein Mann wie Sie weiß sich doch sicher zu wehren. Na klar. Die hätten ihr blaues Wunder erlebt. Er nimmt einen Baseballschläger. Entweder damit, oder ich hätte Ihnen eine Ladung Pfefferspray verpasst. Eine Dose. Hey, Vorsicht. Er steckt sie wieder ein. Und falls das alles nichts hilft, drehe ich ihm mit bloßen Händen den Hals um. Wo waren Sie denn vorgestern Abend zwischen 10 und 11 Uhr? Bei Preußen Münster im Stadion. Und dafür gibt es sicher 10.000 Zeugen. Noch besser. Ein Video. Bielefeld zieht sein Smartphone hervor. Das Display zeigt ihn auf einem Stadionrang und die Spielanzeige. Münster-Osnabrück 2:0. Eine Uhr zeigt 10:55. Drittligaspiel? Wie langweilig ist das denn? Bielefeld grinst. Sie denken, ich habe den Wichser umgebracht. Diesen Lukas Feldmann. Nein, das war ich nicht. Aber ich nehm's demjenigen, der es getan hat, nicht übel. Warum bloß finde ich Leute wie Sie zum Kotzen? Weil Sie im Weichei sind. Nein,
Daran liegt's nicht. Eher schon, weil ich keinen Unterschied erkennen kann. Wobei? Zwischen denen, die in den Knast gehen, und ihnen. Overbeck geht. Wütend schlägt Bielefeld die Tür zu. Im Antiquariat. Wilsberg kommt herein. Ecki? Es ist niemand da. Ecki! Wilsberg legt die Abiturzeitung hin. Auf dem Tisch liegt ein Zettel. Wilsberg nimmt ihn und liest. Hallo, Georg. Du denkst jetzt bestimmt, ich hab dich hängen lassen. Nein, streit es nicht ab. Ich kenn dich doch, Georg. Aber weißt du was? Ich bin von dir noch viel mehr enttäuscht. Bedrückt blickt er auf und geht hinaus. Heide kommt. Verwundert schaut Wilsberg sie an. Sie? Ich lass mich nicht gerne von Unbekannten ausfragen. Sie sehen ja, was ich bin. Antiquar. Und Privatdetektiv. In Teilzeit. Die beiden lächeln. Kommen Sie mit. Wohin? Überraschung. Schmunzelnd folgt sie ihm. In einem Pub. Heide und Wilsberg sitzen in großen Ledersesseln. Sie trinkt etwas, stellt das Glas ab und sieht sich um. Gemütlich hier. Ihre Stammkneipe? Die von einem Freund. Ist Ihr Freund Ihre? Finanzbeamter. Aber er spielt gern Dart. Er zeigt zu einer Dartscheibe. Wollen wir eine Runde? Ich bin nicht gut im Spielen. Schade. Er lächelt. Angespannt senkt sie den Blick. Sie haben mir immer noch nicht verraten, warum Sie sich für den Tod von Lothar Wanderscheid interessieren. Sein Nachbar, Lukas Feldmann, wurde auch umgebracht. Dummerweise hat er mich vorher überfallen. Und jetzt verdächtigt die Polizei Sie. Ja, aber ich war es nicht. Das beruhigt mich. Obwohl. Ja. Was wollten Sie dann von mir, wenn es Ihnen um Feldmann geht? Das Bindeglied ist das Geld. Wanderscheid hatte es, Feldmann wollte es. Die Frage ist, von wem kam es? Sie zuckt mit den Schultern. Ich würde es Ihnen sagen, wenn ich es wüsste. Keiner kannte Wanderscheid so gut wie Sie, vermutlich. Ach, ich bin nur eine arme Pflegerin, die sich mit Dementen, Rollatoren und Inkontinenz rumschlägt. Und mit den Fragen neugieriger Privatdetektive. Ja. Eine hätte ich allerdings noch. Warum waren Sie tagelang nicht in Wanderscheids Wohnung? Sie hatten noch einen Schlüssel. Ja, aber er sollte zu einer Kur abgeholt werden. Und wir hatten vereinbart, dass er sich meldet, sobald er wieder zurück ist. Ah ja. Zufrieden, Herr Detektiv? Na klar. Ecki kommt herein. Hallo, Ecki. Er bemerkt Heide, zieht seine Jacke glatt und geht zum Tresen. Wilsberg sieht ihm nach. Beziehungsprobleme? Bedrückt schaut er zu Ecki. Ich lasse Sie dann besser alleine. Hm? Ja, schade. Sie stehen auf und reichen sich die Hand. Rufen Sie mich an, wenn Sie was wissen. Mach ich. Lächelnd sieht Wilsberg sie an. Heide geht. Bedauernd schaut er ihr nach. Mit verschlossener Miene sitzt Ecki an der Bar. Wilsberg geht zu ihm. Abweisend blickt Ecki vor sich hin. Zum Barkeeper. Ein Bier. Kommt sofort. Wilsberg lehnt sich neben ihm an den Tresen. Ecki schaut kurz zu ihm. Du bist übrigens nicht der Einzige, der Schwierigkeiten hat. Overbeck versucht, mir einen Mord anzuhängen. Ja, und? Ist natürlich lächerlich. Aber zwischen Overbeck und mir steht nur noch Anna. Und die wankt bedenklich. Sag mal, wollen wir das alles hier nicht abkürzen, indem du einfach erzählst, was los ist? Der Barkeeper stellt ihm ein Bier hin. Bitte schön. Ecki schnappt es Wilsberg weg. Sie blicken sich an und lächeln. Ecki trinkt. Später. Wenn ich dich richtig verstanden habe, dann müssen wir beweisen, dass Rosa Eschhaus Einnahmen im großen Stil unterschlägt und dir die 10.000 Euro untergeschoben hat. Ich bin mir sicher, da gibt's eine zweite Buchführung. Ich habe nur nicht die Möglichkeit, sein Büro auseinanderzunehmen. Die kann ich dir verschaffen. Ach, spinnig. Georg, da komme ich nie wieder rein. Nicht durch den Haupteingang. Wilsberg isst Erdnüsse. Ungläubig schaut Ecki ihn an.
Nachts vor der Firma Große Eschhaus. Wilsberg und Ecki leuchten mit Taschenlampen. Du willst hier einbrechen? Mensch, unauffällig! Ecki duckt sich. Du willst hier einbrechen? Na klar. Vor dem Gebäude stehen Baumaschinen. Wilsberg und Ecki schleichen zu einem Hintereingang. Wilsberg steckt sein Werkzeug ins Türschloss. Oh Mann, Georg. Ich würde uns hier auch reinbeamen, aber die Technologie ist noch nicht so ausgereift. Wenn das rauskommt, bin ich erledigt. Wenn wir nichts unternehmen, bist du auch erledigt. Er öffnet die Tür. Hastig geht Ecki hinein. Wilsberg folgt ihm und schließt die Tür. Georg! Na was denn? Ich dachte unauffällig. Sie schleichen durch eine Lagerhalle. Der Gang vor den Büros. Und jetzt? Wenn er so ein Großkotz, der denkt, er ist unantastbar. Ich wette, der hat all seine Daten auf dem Computer. Hier. Vor Große Eschhaus Büro bleiben sie stehen. Na, worauf wartest du? Die Bürotür ist unverschlossen. Sie gehen hinein. Ecki steckt einen Stick in den Computer und schaltet ihn ein. Die Startseite erscheint. Wir brauchen Passwort. Passwort? Verständnislos sieht Ecki Wilsberg an. Passwort? 50% aller Deutschen nehmen als Passwort das Wort Passwort. Ecki tippt es ein. Das ist es nicht. Mit Jahreszahl. Auffordernd sieht er Ecki an. Vor dem Büro kommen zwei Wachmänner mit Taschenlampen. Im Büro. Ecki tippt ein Passwort ein. Auch nicht. Wir haben noch genau einen Versuch. Nimm die Jahreszahl vom letzten Jahr. Georg, was ist mit den anderen 50% aller Deutschen? Na, deren Passwörter sind eben komplizierter. Ecki, jetzt mach. Bingo. Menschen sind so berechenbar. Draußen bemerken die Wachmänner den Schein der Taschenlampen. Zentrale, wir haben einen Einbruch hier. Die Täter sind noch im Gebäude. Benötigen Verstärkung. Entschlossen laufen sie zum Eingang. Im Büro, auf dem Bildschirm erscheint eine Liste. Ich hab's gewusst, ganz andere Zahlen. Großer Erschoss macht doch einen Teil ohne Rechnung. Georg, das heißt Schwarzgeld. Damit kriege ich ihn. Mensch, Ecki, wir haben nicht die ganze Nacht Zeit. Ja. Jetzt speichere das Zeug ab und dann verschwinden wir. Im Treppenhaus. Die Wachmänner hasten hinauf. Mensch, Ecki, warum dauert das so lange? Der Kopierstatus zeigt 27%. Wir müssen verschwinden. Nicht bevor nicht alle Daten auf dem Stick sind. Im Gang kommen die Wachmänner. Wilsberg zieht entschlossen den Stick heraus. Los, komm, Georg! Och. Widerwillig steht Ecki auf. Im Gang. Die Wachmänner laufen zum Büro und stürmen hinein. Es ist niemand zu sehen. Sie bemerken ein offenes Fenster und spähen hinaus. Die sind weg. Verfolgung macht keinen Sinn. Komm, wir sichern erstmal das Gebäude. Draußen stehen Ecki und Wilsberg direkt unter dem Fenster und pressen sich an die Wand. Hastig schleichen sie zwischen den Baumaschinen hindurch. An der Wand blinkt eine Überwachungskamera. Ohne sie zu bemerken, schaut Wilsberg sich nervös um. Es ist Tag in Große Eschhaus Büro. Herr Große Eschhaus, ich verstehe nicht, was an dem Einbruch so brisant sein soll, wenn ohnehin nichts von Wert gestohlen wurde. Kommen Sie bitte, ich zeig's Ihnen. Anna und Overbeck folgen ihm zum Computer. Ein Video zeigt Wilsbergs Beine so. Und Ecki. Also der eine Einbrecher ist nicht zu erkennen, aber der andere Einbrecher, den kenne ich, ist komischerweise ein Finanzbeamter. Übrigens ein korrupter Finanzbeamter. Er hat mir versucht, was anzuhängen, allerdings ohne Erfolg. Was könnte er bei Ihnen gesucht haben? Was weiß ich, keine Ahnung. Daten, irgendwas, um mich in der Öffentlichkeit zu diskreditieren. Aber Sie tun ja nichts Illegales, oder? Wie meinen? Möchten Sie, dass die Welt alles über Sie erfährt? Er könnte im Internet gegen uns hetzen. Berning. Ein paar Geschäftsgeheimnisse einstreuen. Wir vermuten ohnehin, dass er von einem Konkurrenzunternehmen bestochen wurde. Ja, dass er bestochen wurde, ja. Gut, wir kümmern uns drum. Aber der Zweite. Kommen Sie, Overbeck. Gehen wir. Anna drängt ihn hinaus. Zufrieden sehen Große Eschhaus und Berning ihnen nach. Große Eschhaus schnippt grinsend mit den Fingern. Vor dem Antiquariat. Wilsberg lädt eine Bücherkiste aus dem Auto. Alex und Marvin kommen. Hallo, Georg. Hallo, Alex. Er ist mitgekommen, um sich bei dir zu entschuldigen. Ja. Unsicher sieht Marvin ihn an. Tut mir echt leid, Mann. Na, nur entschuldigen reicht da nicht. Ich hab keinen Bock mehr, mit diesem Riesenschiff durch Münster zu gurken. Wieso? Ist doch eigentlich eine coole Karre. Quatsch! Sie kriegen ihr Geld zurück, versprochen. Aber legal, verstanden? Marvin nickt. Ein Streifenwagen mit Blaulicht fährt vor. Overbeck und zwei Uniformierte steigen aus. Ich schon wieder. Beeindruckt mustert Overbeck den Oldtimer. Super Wagen.
Oberbeck, Sie sind echt eine Landplage. Ecki kommt. Georg, hier ist nur Datensalat drauf, habe ich dir doch gesagt. Damit kann ich nichts anfangen. Das ist er. Hello. Wie bitte? Wird's bald. Ein Polizist zielt auf ihn. Alle heben die Hände. Wissen Sie, was das hier ist? Die Handschellen. Das ist ein Abführmittel. Irre witzig, Georg. Den nehmen wir mit. Der andere Kollege nimmt Ecki seinen Laptop ab. Overbeck fesselt Ecki. Du musst was unternehmen. Ja. Dazu brauche ich dein Handy. Wilsberg zieht es ihm aus der Tasche. Und jetzt Abmarsch. Die Polizisten führen Ecki ab. Mal langsam. Ja, komm. Und Sie beide kriege ich auch noch dran. Vielleicht haben Sie ja zusammengearbeitet bei der Ermordung von Lukas Feldmann. Der war Ihnen doch im Weg, oder? Vielleicht sind wir auch verantwortlich für die 50.000 Fahrräder, die in Münster pro Jahr geklaut werden. Wir sehen uns, Wilsberg. Er zielt mit dem Finger auf ihn. Idiot. Wilsberg geht hinein. Alex und Marvin folgen ihm. Overbeck steigt in den Streifenwagen. Im Antiquariat. Was ist denn passiert? Ecki und ich haben versucht, einen Steuerhinterzieher zu überführen. Ihr habt Daten geklaut. Mühsam verkneift Marvin sich ein Grinsen. Wilsberg zuckt mit den Schultern. Ja, wir haben es zumindest versucht. Und seid erwischt worden. Ich weiß gar nicht, wie die so schnell auf Ecke gekommen sind. Und? Was? Na, willst du nicht zum Präsidium Ecke aus der Patsche helfen? Habe ich mit euch beiden nicht schon genug am Hals? Ist das dein Plan, mir den Job aufzuheißen? Das ist zumindest der Anfang von einem Plan. Alles Weitere wird sich finden. Ruf mich an, wenn dir was Geniales einfällt. Sie geht. Unsicher sieht Marvin ihr nach. Tja. Wilsberg schaut zu ihm. Nervös kratzt sich Marvin am Nacken. Ja. Ja. Ich hau auch mal ab. Ja. Sag mal, bist du schon mal der Pflegerin von Wanderscheid begegnet? Ja. Einmal im Hausflur. Da wollte sie mit dem Alten zum Bahnhof, glaube ich. Ach, die beiden sind verreist. Und die hatten auf jeden Fall einen Koffer dabei. Wilsberg überlegt. Hast du eigentlich Erfahrungen im Einzelhandel? Im Präsidium. Anna zeigt Ecki das Überwachungsvideo. Also, was sagst du, Ecki? Also ich gerade mein Vorwurf der Bestechlichkeit wäre der Einbruch die zweite Straftat, die man dir vorwirft. Wie tief willst du dich eigentlich noch in die Scheiße reiben? Wie gesagt, mein Mandant verweigert die Aussage. Der zweite Mann, mit dem Sie den Einbruch durchgezogen haben, das war Wilsberg, oder? Das glaube ich ja alles nicht. Ecki, ihr verhaftet mich und Großer Eschhaus? Das dumme Arschloch läuft immer noch frei rum? Hallo. Anna, entschuldige mal, ich habe nur versucht, meinen Job zu tun, ja? Und einen Steuerbetrüger zu überführen. Und was passiert? Der Gute kommt in den Knast und der Betrüger bekommt noch einen Orden. Ecki! Das ist alles total ungerecht. Mann, verstehst du das nicht? Wir brauchen für deine Anschuldigungen Beweise, sonst können wir nichts machen. Ja, das habe ich versucht zu tun, Beweise zu beschaffen. Dafür hat der Rechtsstaat Regeln geschaffen. An die musst auch du dich halten, verstehst du das? Jetzt setz dich hin! Ecki gehorcht. Dürfte ich? Ja, Sie dürfen gerne mit Ihrem Mandanten alleine sein, Frau Anwältin. Bemerken, dass mein Mandant bislang unbescholten ist und einen festen Wohnsitz hat. Das bedeutet, es gibt keinen Grund, ihn festzuhalten. So. Na super. Super. Entnervt setzt sich Anna. Bei Heide. Sie schaut durch den Spion. Vor der Tür steht Wilsberg. Angespannt schluckt sie. Ihr Auge ist blau verfärbt. Tut mir leid, ich habe gerade keine Zeit. Kommen Sie bitte ein andermal wieder, ja? Machen Sie auf, es ist wichtig. Zögernd öffnet sie die Tür. Um was geht's denn? Kann ich reinkommen? Er schiebt die Tür auf. Nervös senkt sie den Blick. Was ist denn passiert? Ich bin gegen eine Schranktür gelaufen. Verstehend nickt er. Das muss ich nicht glauben, oder? Und folgt ihr hinein. Im Wohnzimmer. Heide schiebt unruhig Zeitungen zusammen. Wer hat sie geschlagen? Niemand. Ich dachte, es geht um was Wichtiges. Sie haben mir nicht erzählt, dass Sie mit Wanderscheid verreist sind. Unsicher sieht sie ihn an. Spielt das eine Rolle? Sie hatten so ein enges Verhältnis und wollen mir weismachen, dass Sie nicht bemerkt haben, dass er tagelang tot in seiner Wohnung lag? Das glaube ich Ihnen nicht. Sie wendet sich ab und verschränkt die Arme. Sie haben ihn gefunden. Warum haben Sie nicht die Polizei verständigt? Weil ich da nicht mit reingezogen werden wollte. In was? Ich kenne die Leute nicht. Der bei mir war, ist vermutlich nur ein Handlanger. Und was haben die gegen Sie in der Hand? Sie weicht ihm aus. In ihren Augen stehen Tränen. Wollen Sie es mir nicht erzählen?
sind immer zum selben Ort gefahren, über die Grenze. Und jedes Mal lief es gleich ab. Ich musste Lothar zu einem Bankgebäude bringen und draußen warten. Wanderscheid hat Geld ins Ausland gebracht. Vermutlich nicht sein eigenes. Er hat nicht drüber geredet und ich habe nicht gefragt. Wir sind ja auch nie in Schwierigkeiten gekommen. Er kontrolliert schon Rollstuhlfahrer und seine Begleiterin. Wann sollte denn der nächste Ausflug stattfinden? Das ist es ja. Genau an dem Tag, an dem Lothar ermordet wurde. Da war das Geld vermutlich schon in seiner Wohnung. Und jetzt glauben die, sie hätten es. Ja, ich hab's aber nicht. Und ich weiß auch nicht, wo es ist. Ich hab so eine Angst. Tröstend nimmt er sie in die Arme. An ihrer Stelle würde ich zur Polizei gehen. Aber dann belaste ich mich ja selber. Gibt's keine andere Möglichkeit? Er umfasst ihre Schultern und sieht sie an. Wenn er wieder auftaucht. Wilsberg gibt ihr seine Visitenkarte. Rufen Sie mich an. Sie nimmt sie und lächelt. Sie sind ein Engel. Meine Interessen sind viel irdischer. Zärtlich streicht er über ihre Wange und geht zur Tür. Dort sieht er sich noch mal um. Heides Lächeln erlischt. Wilsberg geht. Vor dem Antiquariat. Ein Kunde kommt mit einem Stapel Bücher heraus. Wilsberg kommt und sieht ihn verdutzt an. Er geht hinein. Der Laden ist voller Kunden. Und 20 Cent zurück. Dankeschön. Kommen Sie bald wieder. Gerne. Na endlich. Wo bleiben Sie denn? Hier ist die Hölle los. Wie hast du denn das geschafft? Was geschafft? So voll war mein Laden noch nie. Es macht dann 19,90 Euro. 19,90 Euro? Dieses Buch kostet 89 Euro. Wilsberg nimmt es. Na, Rabattaktion. Rabattaktion, hier wird nichts verramscht. Alle mal herhören, bitte. Das Antiquariat ist ab sofort geschlossen. Und vergessen Sie alles, was Sie über Rabatt gehört haben. Die Kunden gehen. Wiedersehen. Wiedersehen. Tschüss. Tschüss. Auch im Namen der Geschäftsleitung. Tschüss. 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 Na, so wird aus dem Laden nie ein Profitcenter. Wieso haben Sie auch nur so einen hochgeistigen Scheiß? Wieso haben Sie denn nicht wenigstens ein paar Comics? Für Menschen wie mich? Weil Menschen wie du so einen Laden nur betreten, um ihn auszurauben. Ecki und Alex kommen. Ich hab doch gesagt, ist geschlossen. Hallo, Ecki. Du bist frei. Glückwunsch. Ich muss mich zweimal die Woche bei der Polizei melden. Vielen Dank. Wir brauchen dringend belastendes Material gegen Große Eschhaus. Sonst sehen wir vor Gericht alt aus. Marvin geht ans Telefon. Marv. Er gibt Wilsberg den Hörer. Wilsberg. Er ist wieder da. Hallo, Frau Sprakel. Er steigt gerade aus seinem Auto. Öffnen Sie nicht die Tür, ich bin schon unterwegs. Er klopft Ecki auf die Schulter. Komm mit. Warum? Das bringt dich auf andere Gedanken. Außerdem ist dein Auto unauffälliger als meins. In der Innenstadt. Ecki fährt durch ein Wohnviertel. Ein Behinderter mit einer mageren Rente gewinnt regelmäßig Geld ins Ausland. Was sagt uns das? Er transportiert Schwarzgeld. Von woher stammt das Geld? Muss ja nicht seins gewesen sein. Über 100 Milliarden deutsches Schwarzgeld lagert in Steueroasen. Er ist nachgewiesen. Die Straße vor Heides Haus. Halt da vorne an. Wilsberg schnallt sich ab. Wohnt hier diese Heide? Sie hat den Geldboden begleitet, der ist tot, das Geld ist weg. Jetzt ist jemand ziemlich sauer auf sie. Und warum ruft sie dich und nicht die Polizei, wenn sie unschuldig ist? Ruf du die Polizei, wenn ich in 5 Minuten nicht wieder da bin. Er gibt Ecki sein Handy zurück und steigt aus. Missmutig schaut Ecki vor sich hin. Ich hasse es, wenn er das sagt. Im Treppenhaus vor Heides Tür steht Berning. Frau Sprakel, machen Sie auf! Frau Sprakel! Hey! Er fährt herum. Das ist eine Privatangelegenheit, ja? Frauen zu schlagen ist keine Privatangelegenheit. Verunsichert sieht Berning zu Wilsberg. Er lächelt knapp und steigt die Stufen hinab. Hören Sie, ich will keinen Ärger mit Ihnen, ja? Frau Sprakel, ich komme wieder. Wilsberg stellt ihm ein Bein. Er stürzt die Treppe hinunter. Das glaube ich nicht. Wilsberg geht zu ihm, durchsucht seine Taschen und zieht seinen Geldbeutel hervor. Danke. Berning kommt zu sich. Er zieht einen Elektroschocker hervor und presst ihn an Wilsbergs Bein. Der lässt die Brieftasche fallen und stürzt. Berning nimmt sie und versetzt Wilsberg einen Schlag.
Du hast hier gar nichts zu melden. Hastig humpelt er davon. Wilsberg hebt mühsam den Kopf. Im Wagen. Ecki schaut zum Haus hinüber, nimmt sein Handy und wählt. Im Präsidium. Nasrin spricht zu Beamten. Die Programme sind deshalb so langsam, weil sich einfach so viel Datenmüll angesammelt hat. Sie trägt einen Anzug. Ich werde das System defragmentieren. Verträumt sieht Lütke sie an. Und nur die Tools updaten. Vor Heides Haus. Berning kommt heraus und steigt in einen Wagen. Ecki bemerkt ihn verblüfft. Im Präsidium. Lütke, jetzt gehen Sie endlich ans Telefon. Gern. Er hebt ab. Polizeipräsidium Münster. Vor Heides Haus. Berning fährt los. Hallo. Ecki legt auf. Hallo. Verwundert hängt Lütke ein. Ecki steigt aus. Im Treppenhaus. Wilsberg setzt sich auf. Heide läuft zu ihm. Alles okay? Ich hole einen Krankenwagen. Nein. Ecki kommt. Georg! Hast du dich geprügelt? Nein. Elektroschocker. Was? Hast du das Kennzeichen gemerkt? Das ist nicht nötig. Ich kenne den Typ. Verblüfft schaut Wilsberg ihn an. Im Antiquariat. Der Mann heißt Berning und ist Chefbuchhalter bei Großer Eschers. Wahrscheinlich hat Wanderscheid für ihn Schwarzgeld transportiert. Damit haben wir ihn. Das sind nur Vermutungen, Georg. Wenn es eng wird, kann Großer Eschers immer noch die Verantwortung auf seinen Buchhalter schieben. Der Mann, hinter dem ihr her seid, heißt Großer Eschhaus? Ja, Marv. Kennst du ihn etwa? Nee. Aber er hat zusammen mit Wanderscheid Abitur gemacht. Na, hier steht's doch. Marvin zeigt die Abiturzeitung. Ecki nimmt sie. Wo kommt das her? Habe ich aus Wanderscheids Wohnung mitgenommen. Ja, das heißt, die beiden waren Schulfreunde. Ja, komm, Ecki, das ist ein Indiz, aber kein Beweis. Aber wo sollen wir denn Beweise hernehmen, die es einfach nicht gibt? Naja. Wenn ich das richtig verstehe, dann haben Große Eschhaus oder sein Buchhalter auch Lukas umgebracht? Na, vermutlich versehentlich. Weil sie dachten, dass Lukas das Schwarzgeld aus Wannerscheids Wohnung geklaut hat. Marvin lächelt. Theoretisch könnte es also auch sein, dass ich das Geld habe. Überrascht sehen die drei ihn an. Nachts vor dem Firmengebäude. Alex und Marvin gehen zum Eingang. Marvin trägt eine Aktentasche. Du musst das nicht machen. Wir können die Aktion auch abbrechen. Nein, ich möchte wenigstens einmal was richtig machen. Na dann, wird schon schief gehen. Drinnen kommt Berning und schließt die Tür auf. Guten Abend, Holtkamp. Herr Großer Eschhaus erwartet Sie. Alex und Marvin gehen hinein. Berning folgt ihnen. In Großer Eschhaus Büro. Ich hoffe, dass Sie meine wertvolle Zeit nicht verschwenden. Wie ich ihm bereits am Telefon gesagt habe, hat mein Mandant Ihnen ein interessantes Angebot zu machen. Na, dann lassen Sie mal hören. Unsicher sieht Marvin zu Alex. Ja, ich habe Geld, was mir nicht gehört. Also besser gesagt, ich habe es gefunden in der Nachbarwohnung. Ich wohnte neben dem Herrn Wanderscheid in der Ammerbachgasse. Ja und? Ich würde das Geld gerne loswerden. Und da haben Sie an mich gedacht. Das war nett. Und warum? Naja, ich habe mir gedacht, das wäre gefährlich, so viel Geld zu behalten, weil mein Freund Lukas, der ist ja tot. Mein Mandant ist bereit, Ihnen die komplette Summe zurückzugeben. Gegen die Zusicherung seiner körperlichen Unversehrtheit, versteht sich. Ich muss nicht betonen, dass das alles hier unter meine anwaltliche Schweigepflicht fällt. Ich verstehe nicht ganz, das Geld soll mir gehören? In Eckis Auto. Ich habe Sie gesehen, an dem Abend, als Ihnen klar wurde, dass Wanderscheid nicht weggefahren ist und Sie sich Sorgen gemacht haben um das Schwarzgeld. Ecki und Wilsberg schneiden mit. Wie kamen Sie eigentlich darauf, dass Lukas Feldmann für den Tod Wanderscheids verantwortlich war? Jetzt mach schon, sag's endlich. Psst. Ist das Geld da in der Tasche? Ja. Natürlich. Aha. Erst mal sehen. Moment, erst der Deal, dann das Geld. Ich würde gern sehen, worüber ich verhandle. Alles klar? Mach die Tasche auf. Ich mach die Tasche auf! Ich bin kein Deutsch! Marvin erstarrt und fällt in Ohnmacht. Besorgt beugt sich Alex über ihn. Marvin. Ecki, Georg, ich weiß nicht, wie lange ihr noch warten wollt, aber jetzt wäre ein guter Moment einzugreifen. Mit wem reden Sie da? Berning schiebt Marvins Pulli hoch. Der Typ ist verkabelt. Ruf Anna an, sie soll sich beeilen. Wilsberg steigt aus. Im Büro, Berning packt Alex. Für wen arbeiten Sie? Wer will mich da aufs Kreuz legen, Schätzchen? Unten weg! Wilsberg kommt.
So, meine Herren, die Party ist beendet. Die Polizei ist schon unterwegs. Werning stößt Alex weg und flüchtet. Großer Eschhaus hebt die Hände. Was ist mit Marv? Ist einfach umgefallen. Im Treppenhaus. Werning hastet hinunter. Im Büro. Der Lukas Feldmann umgebracht. Sie oder Ihr Buchhalter? Ungerührt schaut Großer Eschhaus ihn an. Am Hintereingang. Werning rennt nach draußen. Ein Streifenwagen versperrt ihm den Weg. Hinter einem Auto verbirgt sich Ecki mit einem Besen in der Hand. Werning flieht in die andere Richtung. Ecki streckt den Besen vor. Werning stürzt darüber und zieht den Elektroschocker. Ecki stößt ihn weg. Vergiss es. Anna und Overbeck kommen. Georg und Alex sind noch oben bei Großer Eschhaus im Büro. Dann festnehmen. Elektroschocker sicherstellen. Anna läuft hinein. Aber diese Wilsberg-Alleingänge. Er folgt ihr. Zwei Beamte führen Werning ab. Im Büro. Warum sollten wir diesen Lukas Feldmann erledigen? Der wusste überhaupt nichts von den Geldtransfers. Und warum haben Sie uns empfangen? Es ist immer besser, seine Gegner zu kennen. Bei Frau Sprakel war Werning nicht besonders zimperlich. Ist Werning da zu weit gegangen? Also, was ist denn mit Wanderscheid? Also, ich habe Lothar gleich gesagt, es ist saudumm, sich von einer bewährten Kraft zu trennen. Aber der alte Bock wollte ja unbedingt eine junge, hübsche Tussi aus Osteuropa, die es für ein paar Euro billiger macht. Gut, dass Sie kommen. Seid ihr okay? Ja. Ja. Was haben Sie mit dem gemacht? Der ist einfach umgefallen. Das passiert ihm wohl öfter. Ist aber nichts Schlimmes. Sie sind festgenommen. Ich halte das jetzt für einen Fehler, Frau Kommissarin. Ich habe vor 2 Stunden jemanden zum Finanzamt geschickt. Ich habe selbst Anzeige gestellt. Also wegen Steuerhinterziehung können Sie mich nicht mehr dran kriegen. Da sollen sich die Kollegen von der Wirtschaftskriminalität drum kümmern. Ich verhafte Sie wegen Freiheitsberaubung und Körperverletzung. Oder ist da sonst noch was, Georg? Bisher nicht. Also mein Anwalt wird dafür sorgen, dass ich morgen wieder zu Hause frühstücke. Die Nacht bleiben Sie erstmal bei uns. Schönen Tag noch. Overbeck führt ihn ab. Wünsche ich Ihnen auch. Wütend schaut Anna zu Wilsberg. Ja, ich habe Scheiße gebaut. Mit deinen Harakiri-Aktionen gehst du mir sowas von auf die Emme. Sie geht. Plötzlich schreckt Marvin auf. Was ist passiert? Hallo, Marv. Verwirrt sieht er sich um und rappelt sich hoch. Wilsberg blickt grübelnd vor sich hin und greift zum Telefon. Alex hilft Marvin auf. Ja? Namen Frau Sprakel. Herr Wilsberg. Sie brauchen keine Angst mehr zu haben. Der Kerl, der Sie verprügelt hat, und sein Chef sind gerade verhaftet worden. Gott sei Dank. Ach, die Polizei hat mir erzählt, dass die Wohnung von Wanderscheid morgen aufgelöst wird. Verstehe. Ja. Verwundert sehen Alex und Ecki sich an. Damit hat sich die Vergangenheit erledigt. Ja. Bis bald. Bis bald. Er legt auf. Es ist Tag, vor dem Antiquariat. Wilsberg parkt den Oldtimer am Straßenrand und steigt aus. Ein Mann Mitte 50 mit halblangen Locken und Sonnenbrille kommt. Das ist ja ein Wahnsinn. Die Karre, ein Hammer. So einen Schlitten wollte ich immer schon haben. 10.000 Euro. Du verkaufst die Karre echt? 10.000 Euro, keinen Cent weniger, in bar. Oh, hab ich gerade zufällig dabei. Er zeigt ein Geldbündel. Ich hätte auch mehr dafür gelöhnt. 10.000 reichen. Wilsberg nimmt das Geld und gibt ihm den Schlüssel. Danke, danke, danke. Gute Fahrt. Der Mann steigt ein. Im Präsidium. Was denken Sie überhaupt, wen Sie vor sich haben? Mich als einen ganz normalen Kriminellen zu behandeln, das ist eine Frechheit. Da werde ich mich beschweren. Ihren Namen bitte. Anna kommt. Frau Hauptkommissar. Lächelnd steht Großer Eschhaus auf. Kann ich jetzt endlich nach Hause gehen? Ach, hat man Ihnen das nicht gesagt? Was denn? Ihre Selbstanzeige war unvollständig. Ach. Der Untersuchungsrichter hat gerade einen Haftbefehl unterzeichnet. Sie werden wohl noch eine Weile hier bleiben müssen. Er senkt resigniert den Blick und setzt sich. Das ist ja nur dumm. Ja, ja, das ist dumm. Schmunzelnd geht sie. Er sieht ihr entgeistert nach. In Wanderscheids Wohnung. Wilsberg kommt herein und schleicht durch den Flur zum Wohnzimmer. Dort durchsucht Heide hektisch die Schrankwand. Tag. Erschrocken fährt sie herum. Was machen Sie denn hier? Dasselbe könnte ich Sie auch fragen. Ich wollte nur nachsehen, ob noch persönliche Sachen von mir rumliegen, bevor die Wohnung ausgeräumt wird. Die letzte Gelegenheit, nach dem Geld zu suchen, das Wanderscheid irgendwo versteckt haben muss.
Fragen konnten Sie ihn ja nicht. Er war ja auf der Stelle tot. Sie denken, ich habe Lothar getötet? Er hat Sie rausgeschmissen. Sie waren sauer. So sauer, dass Sie ihn mit dem Rollstuhl über den Haufen gefahren haben. Heide senkt betroffen den Blick. Aufgewühlt sieht sie um sich. In ihren Augen schimmern Tränen. Wanderscheid war ein sehr unangenehmer Mann. Der hat die ganze Zeit nur rumgemeckert. Die gemeinsamen Ausflüge. Sie haben doch sicher mitbekommen, dass er viel Geld dafür kassiert hat. Aber er hat nie daran gedacht, mir auch nur irgendwas davon abzugeben. Ja. Das Wenige, das er Ihnen bezahlt hat, war für ihn schon zu viel. Er hat jemanden gefunden, der hübscher und nicht so teuer ist. Eine Frau aus Polen oder Bulgarien. Rückblende. Und du, schmeiß mich einfach raus, das geht nicht! Verstehst du, das geht nicht! Wanderscheid stützt sich auf Krücken. Verschwinde! Kind zum Teufel! Wütend rammt sie ihm den Rollstuhl gegen die Beine. Wanderscheid stürzt und schlägt mit dem Kopf gegen die Kante des Schranks. Aufgelöst blickt Heide auf ihn hinab. Unter seinem Kopf bildet sich eine Blutlache. Ich wollte ihn nicht umbringen. Aber Lukas Feldmann haben Sie vorsätzlich getötet. Trotzig senkt sie den Blick und nickt. Rückblende, vor Wanderscheids Wohnung. Heide kommt heraus. Er stand im Flur, als ich rauskam. Erschrocken bemerkt sie Lukas. Auf seinem Gesicht erscheint ein selbstsicheres Lächeln. Am Abend rief er an und wollte Geld. Sonst wird er alles der Polizei sagen. Auf der Brücke. Heide presst Lukas den Elektroschocker an den Hals. Es gab keine andere Möglichkeit. Es gibt immer eine andere Möglichkeit. Wilsberg zieht sein Handy hervor. Was machen Sie jetzt? Er wählt. Hallo, Anna. Ich hab was für dich. Aufgewühlt wendet Heide den Blick ab. Ich kann Ihnen eine gute Anwältin empfehlen. Verzweifelt lässt sie den Kopf hängen. Im Antiquariat. Ihr hättet mal meinen Chef sehen sollen. Der war so klein mit Hut. Es tut uns unendlich leid, Herr Thalkötter. Wir haben immer an Sie geglaubt, Herr Thalkötter. Warmduscher. Seit wann produziert das Finanzamt Helden? Und was ist mit mir? Ja. Apropos Finanzen. Ist eigentlich das Schwarzgeld von Großer Eschhaus wieder aufgetaucht? Nein. Kein Mensch weiß, wo Wanderscheid es versteckt hat. Lohnt sich nicht, drüber nachzudenken. Er spielt mit einem zusammengerollten Geldbündel. Verblüfft sehen Ecki und Alex sich an. Georg, das ist doch nicht das Geld, das... Welches Geld? Er hält das Bündel hoch. Das Geld? Ihr denkt doch nicht etwa, dass ich... Alex hebt die Augenbrauen. Dieses Geld habe ich als Gebrauchtwagenhändler ehrlich verdient. Er zieht einen Hunderter hervor. Kommt, ich lade euch ein. Ecki und Alex lächeln. Autoschlüssel. Ihr Lächeln erlischt. Entnervt sehen sie Wilsberg an. In Wanderscheids Wohnung. Die Mitarbeiter einer Entsorgungsfirma räumen die Zimmer aus. Sie tragen Mundschutz. Einer schleppt Müllsäcke auf den Balkon und wirft sie auf die Ladefläche eines Lasters. Aus einem fällt eine Styroporschachtel. Daraus quellen Geldscheine. Von oben fallen weitere Müllsäcke darauf und verdecken sie. Das war Wilsberg, das Geld der anderen. Mit Leonard Lansing als Wilsberg, Oliver Koritke als Ecki, Ina Paule Klink als Alex, Rita Rusek als Anna, Roland Jankowski als Overbeck, Wladimir Bolakow als Marvin. Buch Jürgen Kehrer, Regie Dominik Müller. Eine Produktion der iWorks Fiction and Film im Auftrag des ZDF 2014. Audiodeskription Deutsche Hörfilm Gemeinnützige GmbH. Filmbeschreibung Susanne Linzer, Uta Borchert. Redaktion Holger Stesi. Tonregie Bettina Bertok. Ton Michael Thumm. Sprecherin Uta Maria Torp.